Hey Leute, das ist Teil 3 von dem Video. Wir sind schon ziemlich weit gekommen und mittlerweile sieht die Rolle auch schon ganz gut aus. Wir haben natürlich noch einiges zu tun und es wird doch länger, als ich dachte, weil wenn man mal anfängt und alles richtig gut machen will, dann wird das halt einfach viel. Die Variomatik habe ich auch schön gereinigt, damit die Kugeln wieder gut laufen. Die haben hier schon ein bisschen Rillen drin, aber die sind halb so wild. Also die sind nicht tief oder so. Also wird alles wunderbar funktionieren. Sieht alles top aus. Jetzt kommen die Kügelchen hier wieder ganz normal rein. Aber mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig zu filmen und Kugeln reinzumachen. Wenn alle Kugeln wieder drin sind, kommt der Deckel wieder drauf. Schauen, dass diese Plastikgleithülsen nicht verloren gehen. Und dann kommt es einfach oben drauf. Und so wird es dann eingebaut in die Variomatik. Oh, nee, da muss ich erst noch sauber machen. Das sieht doof aus. Da seht ihr den ganzen Dreck. Kann man hier auch den Anlasserfreilauf mal rausnehmen. Da ist noch ein bisschen altes Fett, das ist okay. Anlasserfreilauf. Ja, funktioniert noch. Also der muss von alleine wieder runtergehen. Das macht er auch wunderbar. Man sieht auch hier den ganzen Dreck, der rauskommt. Und ein Tipp von mir. Blast hier niemals mit Druckluft rein oder so ein Quatsch, weil der Riemenabrieb und das ganze Zeug, der ist nicht wirklich gesund, wenn ihr den einatmet. Also meine Empfehlung ist vielleicht ein bisschen rausbürsten, dann vielleicht einen Lappen mit Bremsreiniger anfeuchten und dann einfach schön von Hand sauber machen. Jetzt habe ich das alles gereinigt, wieder zusammengesteckt. Sieht schon mal ganz ordentlich aus. Jetzt mache ich die Mutter noch mit dem Schlagschrauber fest. Anlasserfreilauf ist auch wieder drin. Ich habe hier vorne alles ein bisschen gefettet, damit es besser läuft. Den Deckel habe ich wieder drauf. Wenn man den Deckel drauf schiebt, muss man halt echt aufpassen, dass er nicht verkantet und dass er leicht und sauber draufgeschoben wird. Da könnt ihr auch versuchshalber ein bisschen an dem hier rütteln und schauen, ob er greift. Ja, jetzt ist es wieder rausgefallen. Also wie gesagt, schön reinklemmen. Ja, mit einer Hand ist jetzt wieder schwierig. Also schön schauen, dass es nicht verkantet und dann einfach wieder alle Schrauben festmachen und schon ist die Sache erledigt. Frisch gewartet, alles angeschaut und weiter geht's. Dann zeige ich euch mal, was ich hier noch unten gemacht habe unterm Roller. Der sah nicht mehr so frisch aus, der Hauptständer. Da hing hier an der Feder, die muss ich noch ein bisschen frisch machen. War mit so einem Bolzen befestigt, mit dem hier. Und war auch schon ganz schön rostig. Da habe ich ihn genommen, abgeschliffen und nochmal komplett frisch lackiert. Dann sieht er einfach aus wie neu und macht schon deutlich mehr her. Also schadet auf jeden Fall nicht, so ein bisschen Arbeit da reinzustecken. Genau, und dann habe ich euch ja auch gar nicht gezeigt, wie der hier so schweben kann, also ohne Ständer komplett. Ich habe ihn einfach auf einem Flaschenzug gehängt, hier mit einer Kette ist er befestigt und hängt oben an der Decke runter. Und ja, so kann man komfortabler arbeiten. Man muss sich halt nur zu helfen wissen, ne? Den Auspuff habe ich auch abmontiert. Ist eigentlich auch ziemlich einfach. Der wird am Zylinder, genau unten am Zylinder mit zwei Schrauben befestigt. Und nehme zwei Muttern, am Zylinder stehen zwei Stegbolzen raus und dann hier nochmal mit zwei Schrauben, ist aber auch recht easy. Am Kotflügel hat er auch noch eine Befestigung, ging aber auch alles relativ einfach. Er sieht halt ziemlich verrostet aus, die Basis ist aber noch ziemlich gut, deswegen werde ich ihn abschleifen und neu lackieren. Aber mit hitzebeständigem Lack natürlich, sonst hat das keinen Sinn. Dann hat er hier vorne leider noch zwei Löchlein, ich weiß nicht, ob man es sieht, die ja, muss man erkennen. Und die gehen halt genau zum Resonanzrohr. Und viele Leute würden die halt direkt jetzt abflexen und an der Stelle zuschweißen, weil wenn das Resonanzrohr weg ist, gibt es natürlich ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit, frisst aber ein bisschen an Drehmoment. Und das will ich nicht, weil ich will nämlich alles original lassen. Das ist nämlich ein Originalteil, was man hier sieht. Das Problem ist natürlich auch, wenn man solche Arbeiten macht, dann erlischt die Betriebserlaubnis. Und so ein Risiko würde ich niemals eingehen. Kann man natürlich auch günstig vom Nachrüster holen. Wobei ich finde, dass da die Qualität auch nicht so besonders ist. Und wenn man die original holt von dem Hersteller, dann sind die halt recht teuer. Deswegen muss man ein bisschen abwägen, was mache ich, was brauche ich, was will ich. Aber das ist ja jedem überlassen. Da ich hier auch natürlich alles offen habe, wechsle ich auch das Getriebeöl. Ist ja selbstverständlich. Da gibt es aber nicht wirklich viel zu tun. Da löst man nur eine Schraube. Ist bei jedem Roller ein bisschen unterschiedlich, wo die hängt. Hier war sie hier unten. Ist die Ölablassschraube fürs Getriebeöl.
Und man öffnet dann oben noch die Schraube zum Einfüllen, damit es komplett belüftet ist und alles rauslaufen kann. Und ich habe hier ein Becher drunter gestellt und da ist rausgekommen. Wobei das Getriebeöl eigentlich noch sehr gut aussieht, was merkwürdig ist. Aber ich mache trotzdem Frisches rein. Da wird nicht gespart. Wie viel reinkommt, steht entweder im Handbuch oder aber, wenn man Glück hat, wie hier zum Beispiel, direkt auf dem Variomatic-Deckel. Hier, da steht, dass da 120 Milliliter reinkommen. Also ist echt praktisch von denen gemacht. Den Variomatic-Deckel habe ich natürlich auch ausgebaut, komplett gesäubert und frisch eingefettet, die ganzen beweglichen Teile. Also das Ding wird echt genial. Jetzt fülle ich wieder Getriebeöl rein. Ich habe die Schraube wieder reingedreht und immer darauf achten, dass die Dichtung auch vernünftig ist, weil manchmal sind die durch und dann fängt es an zu tropfen. Hier ist jetzt nur noch ein bisschen dreckig von davor. Dann habe ich mir das Getriebeöl in eine Flasche abgewogen, habe hier vorne so ein kleines Schläuchlein reingemacht und das Schläuchlein kann ich hier jetzt direkt reinstecken und das Getriebeöl reinlaufen lassen. Also total einfach. Und ich bin hier schon den zweiten Tag am Schrauben, immer noch an dem Roller hier. Und ich wollte mal zeigen, wie kalt es eigentlich hier in der Garage ist. Man stellt sich eigentlich vor, es müsste ja warm sein, ne? Aber ich habe hier ein Thermometer hingehängt. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Erkennt man das? Es hat jedenfalls gerade mal 5,8 Grad. Es ist echt schweinekalt. Aber trotzdem, kämpfen und beißen. Soll ja gut werden. Okay, das hier wird jetzt interessant. Und zwar habe ich hier am Gaszug festgestellt, dass wenn man ihn dreht, also geht nur ganz, ganz schwer und man kann ihn hier nicht drehen. Mal schauen, was da los ist. Ich werde jetzt die komplette Einheit zerlegen. Mal schauen, ob ich dafür die Verkleidung runternehmen muss. Aber ich probiere es jetzt mal aus und schaue, was dabei rauskommt. Jetzt widme ich mich hier mal dem Gasgriff. Ich zerlege dafür dieses Teil hier. Da ist der Schalter drin und auch der Gaszug, das Gestänge hier. Die Führung für das Seil. Die läuft da drin. Ich nehme gleich alles auseinander. Ja, das sieht ganz schön dreckig aus. Und ist eigentlich auch ganz einfach. Man muss nur hier die eine Schraube lösen. Die ist hier hinten dran. Dafür muss man die Verkleidung lockern. Die habe ich hier lose gemacht. Und da kommt auch an die zweite Schraube dran. Die war hier vorne drin. Die habe ich schon rausgemacht. Ja, man sieht es kaum. Und die andere war da drunter. Na gut, da, man sieht ja noch die rostige. Und schon kann man das Teil hier wegnehmen und kann sich hier dem Gasgriff widmen. Und das mache ich jetzt. Ich habe den Griff hier jetzt mal ein bisschen zerlegt. Wenn man ihn rauszieht, sieht man hier schon, da ist alles total korrodiert und verrostet. Das werde ich einfach mal schön sauber schleifen, dann frisch lackieren, schön einfetten und dann sollte das wieder geschmeidig laufen. Ich habe das wieder eingebaut, natürlich innen drin alles frisch gemacht, abgeschliffen, frisch lackiert und nachgefettet. Und jetzt sieht man, dass es wieder total leichtgängig ist und ganz von alleine wieder zurückgeht. Also jetzt kann man wieder normal fahren damit. Nehme ich mir die Zeit und kümmere mich um den Vergaser. Der wird einmal von außen wurde jetzt schon mal gereinigt, grob. Jetzt zerlege ich den. Ich nehme den Choke ab, kontrolliere, ob er funktioniert. Löse diese zwei Schrauben hier. Nehme den Deckel ab, mache komplett sauber. Nehme die Düsen raus, mache die alle sauber, den Düsenstock. Und schaue auf Dichtigkeit und kontrolliere auch die ganzen Dichtungen und ob alles funktioniert. Ja, das ist alles. Da werde ich aber, ich werde euch nicht zeigen, wie ich das alles mache. Da werde ich nicht ins Detail gehen. Aber falls ihr das mal sehen wollt, könnt ihr gerne mal irgendwo in die Kommentare was reinschreiben. Dann kann ich das auch separat mal machen, Video dazu. Okay, ein kleines Video mache ich trotzdem noch zum Vergaser. Ich habe ihn komplett zerlegt, habe den Choke überprüft. Der funktioniert. Das ist das Teil, was für den Kaltstart verantwortlich ist. Das ist die Schwimmerkammer. Sieht mittlerweile super aus, war ein bisschen Dreck drin. Das ist der Vergaser von unten. Das ist der Schwimmer, der hier auf und zu macht. Hier kommt die Hauptdüse hin. Die habe ich schon sauber gemacht. Die Nebendüse, die liegen hier. Also Nebendüse und die Hauptdüse. Ja, und das ist alles. Da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Ist jetzt tipptopp sauber. Kann ich wieder zusammenbauen, einbauen. Die Dichtungen sehen super aus. Wird perfekt laufen, das Teil. Mittlerweile habe ich auch neue Reifen aufgezogen. Und ach so, die Bremse ist noch nicht da, die Teile fehlen noch, die Bremsbeläge. Und was ich sagen wollte, Reifen und Bremsen würde ich an eurer Stelle lieber nicht selber machen, weil das ist schon ein bisschen gefährlich, weil im Straßenverkehr sind Bremsen und Reifen halt echt sehr wichtig. Deshalb würde ich auch immer an eurer Stelle darauf achten, dass ihr ein gutes Profil habt, dass die Reifen nicht brüchig, nicht porös sind. Hinten ist auch schon neue Reifen drauf und ich nehme immer vernünftige, also Michelin, Continental, Pirelli, also wirklich nur qualitativ hochwertiges Zeug, weil dieses China-Gedöns, keine Ahnung. Oder wie sie sich schimpfen, würde ich gar nicht erst anfangen.
Wie man sieht, habe ich den neuen Membranblock schon verbaut. Neue Dichtungen sind schon drin. Ja, muss man noch alles ein bisschen festmachen hier. Und dann geht's weiter. Und den Auspuff habe ich auch schon frisch lackiert. Abgeschliffen natürlich zuerst und mit hitzebeständigem Lack lackiert. Und der sieht auch wieder ganz frisch aus, also richtig gut. Jetzt habe ich den Gaszug natürlich repariert und jetzt habe ich auf dieser Seite festgestellt, dass der Blinker nicht funktioniert. Also der Hebel müsste sich bewegen nach links und rechts, aber der hier ist einfach fest. Das bedeutet, ich werde die Sache mal zerlegen und innen drin nachschauen, ob was korrodiert ist oder irgendwie so. Wir werden sehen. Das ist wie auf der anderen Seite auch, einfach nur hinten zwei Schrauben von hinten ran und dann kann man das hier abnehmen und dann kommt man schon in den Schalter ran. Jetzt zerlege ich den Schalter mal und schau mal, wie er von innen aussieht. Da ist der Schalter, wenn man ihn von hinten anschaut. Also ich habe ihn schon rausgedrückt, der ist mit so zwei kleinen Nippels hier, mit denen hier gesichert. Die muss man einfach nur reindrücken und dann kann man ihn nach vorne drücken. Es ist viel Plastik, alles nur irgendwie zusammengeklipst. Ich werde es mal aufmachen, reinschauen, ob ich es repariert bekomme oder ob ich es wegschmeißen muss. Ich habe die Abdeckkappe von dem Schalter jetzt abgenommen. Man sieht jetzt hier die Kontakte. Ich habe jetzt einfach nur auf die Kontakte da rein ein paar Tropfen Kontaktspray extra für Strom und sowas genommen. Und jetzt läuft es richtig harmonisch, sauber und es funktioniert auch alles wunderbar. Also es läuft total sauber, flüssig, Blinker gehen wieder. So eine einfache Lösung kann das sein. Zuerst wollte ich das eigentlich auseinanderbauen und alles zurechtschleifen und sauber schleifen, die Kontakte. Wäre die elegantere Lösung. Das Problem ist, dass alles unter Feder und unter Spannung steht. Wenn man das auseinanderbaut, fliegt eben alles auseinander und ich weiß nicht, ob man das wieder zusammengebaut bekommt. Deswegen habe ich es so einfach mal probiert und es muss sagen, es funktioniert wieder reibungslos. Funktioniert richtig gut. Jetzt sind wir so weit, dass wir tatsächlich Sprit reinmachen können und die ersten Startversuche. Und schauen wir mal, ob es klappt. Ich habe schon Sprit vorbereitet, mache jetzt hier mal was rein und sehen wir gleich mal weiter. Hier habe ich 2 Liter frischen Sprit. Wir nehmen nicht diese alte Rotze, die drin war und noch kein anderes dubioses Zeug, sondern wirklich einfach nur frisches 95 Oktan Benzin von der Tankstelle. Und das kippe ich hier mal rein jetzt. Da sieht man auch richtig, wie schön klar das ist. Und riecht auch noch wirklich nach Benzin. Weil es wäre blöd, die ganzen sauberen Sachen jetzt mit altem, dreckigem Zeug zu verhunzen. Jetzt kann man auch darauf achten, dass irgendwo Benzin ausläuft, falls man irgendwas falsch angeschlossen hat, irgendeine falsche Leitung erwischt hat oder so. Würde man jetzt auch direkt sehen. Wäre natürlich nicht schön, aber passiert halt ab und an. Deckel wieder drauf. Jetzt lassen wir die Zündung aus und treten erst einfach mal ein paar Mal, damit der Motor Vakuum Unterdruck erzeugt und wir die Schwimmerkammer füllen und die ganzen Benzinleitungen füllen und den Benzinfilter auch. Und danach starten wir erstmal. Also jetzt erstmal treten ohne Zündung. Das macht man so gefühlt 10, 15 Mal ungefähr. Das sollte dann noch reichen. So, dann probieren wir jetzt mal zu starten mit dem Elektrostarter. Kann ein bisschen dauern, aber wir sind guter Dinge. Und den Elektroanlasser nicht zu lange am Stück orgeln lassen, weil er könnte heiß laufen und kaputt gehen. Deswegen immer ein paar Stöße machen, kurz warten, wieder ein paar Stöße machen und warten. Okay, der hier ist ein bisschen schwerfällig. Probieren wir noch ein bisschen einen Kickstarter. Schauen wir, ob das weiterhilft. Okay, also der hier will jetzt nicht anspringen. Wir schauen mal jetzt, was los ist und berichten dann wieder. Also, wir haben jetzt ein bisschen getreten und mit dem Anlasser probiert, es hat nicht funktioniert. Jetzt werden wir hier in den Luftfilterstutzen hier vorne, werden wir ein bisschen Starthilfespray reingeben und schauen, ob er dann startet. Sprüh mal. Oh, das waren jetzt schon die ersten Startversuche. Gleich wird es bestimmt losgehen. Okay, also wir haben gerade mit dem Starthilfespray gesehen, es tut sich was. Es dauert halt wirklich einfach, weil er lange gestanden hat, bis das ganze System ist, die ganzen Kammern voll mit Benzin ist. Und jetzt denke ich mal, sollte er wirklich anspringen. Wir probieren es einfach nochmal.
Also Leute, es gibt ab und zu auch wirklich Rückschläge, passiert ab und zu. Deswegen filme ich die Sachen immer direkt und präpariere nicht alles und sage, hey, es funktioniert auf Anhieb, sondern nein, es kann auch sein, dass es mal nicht auf Anhieb funktioniert, obwohl wir alles gemacht haben, also wirklich an alle Schritte gedacht haben. Ich habe jetzt nochmal alles durchgeschaut, einfach noch ein paar Mal getreten. Es hat einfach wirklich länger gedauert bei dem Modell, weil er 5 oder 6 Jahre, nee, 3 Jahre stand, also wirklich sehr lange gestanden hat. Vielleicht war einfach Dreck im Auspuff oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt alles durchgeblasen und jetzt funktioniert er wirklich auf Anhieb und tadellos. Und ich zeige euch mal, wie schnell er jetzt oder wie gut er jetzt anspringt. Da er jetzt startet und wir wissen, dass er läuft und funktioniert, lassen wir ihn aber nur, wir haben ihn nur kurz laufen lassen, um zu kontrollieren. Jetzt schauen wir auch mal, ob der Zweitaktölzufluss funktioniert. Und das zeige ich euch jetzt. Schaut mal hier auf diesen Schlauch. Der Schlauch hier, der kommt hier von der Ölpumpe hier rein in den Ansaugstutzen und da kontrollieren wir jetzt, den kann man einfach rausziehen und da kontrollieren wir jetzt, ob Öl kommt. Okay, jetzt habt ihr gesehen, was passiert, wenn man Gas gibt und was dann aus diesem Ölschlauch rauskommt. Das ist wirklich immer so ganz, ganz kleine Tröpfchen, wirklich stoßweise. Und wenn man das sieht, dass das passiert, dann ist es die Funktion gegeben, dass auf jeden Fall Zweitaktöl nachläuft. Und das ist schon mal richtig gut so. Und so sieht das Prachtstück aus, wenn alles fertig ist. Jetzt ist mittlerweile komplett alles erledigt. Ich habe meine eigene Liste komplett nochmal durchgecheckt, alle Sachen abgehakt, habe den Lack frisch aufpoliert, habe den Kunststoff hier innen drin nochmal schön mit Kunststoffpflege aufbereitet. Auspuff ist natürlich auch lackiert, schön auf Hochglanz poliert. Also das Ding steht wieder da, also sehr gut. Top. So, nachdem alles fertig ist, alles gepflegt, gewartet, überholt, frisch und neu gemacht ist, zeige ich euch, wie gut er anspringen muss. Egal ob per E-Anlasser oder mit Kickstarter. Einmal kicken, das Ding läuft, super. Und das gleiche noch mit dem E-Starter. Springt auch sofort an. Lichter funktionieren, alles habe ich schon überprüft. Die Bremsen sind top, Reifen sind neu, Fahrwerk ist genial. Geiles Teil, hat super funktioniert. Und wenn ihr noch was wissen wollt, irgendwelche Anregungen, Ideen habt oder irgendwas Bestimmtes, genaues Details wissen wollt, einfach schreiben in die Kommentare und ich werde ein Video dazu machen.